Herzlich willkommen zu dem heutigen Thema. Haben Sie auch das Gefühl, dass jeder alles besser weiß, wenn es über das Thema Ernährung geht? Durch das, was wir essen und trinken, gelangen die meisten Stoffe in unseren Körper. Ist es da nicht biologisch, dass Sie Einfluss darauf haben, wie hochwertig unsere etwa 80 bis 100 Billionen Zellen sich permanent erneuern? Sollte deswegen medizinisches Wissen nicht beinhalten, welche Ernährung des Menschen seinen bestmöglichen Gesundheitszustand sichert? Völlig unabhängig im Übrigen von Traditionen? Warum tun sich viele mit Veränderungen im Essverhalten eigentlich so schwer? Ernährung ist tiefenpsychologisch mit der Mutterliebe nämlich verknüpft. Man muss sich von ihr lösen, möchte man die gelernte Ernährungsweise verändern. Hinzu kommen gesellschaftliche Zwänge und Ausgrenzungen sowie die gelernte Überzeugung von uns Ärzten, dass es so einfach doch nicht sein kann. Und letztlich wirken natürlich auch die Interessen der Hersteller von Medikamenten und Nahrungsmitteln, die ihre ernährungsunabhängigen Auffassungen über die Entstehung von Krankheiten verbreiten. Ja, und daraus resultiert diese Vielzahl widersprüchlicher Ernährungswahrheiten. Warum sollte man in dieser scheinbar ungeklärten Situation überhaupt denn das Essverhalten ändern? Würden Sie Ihre Essgewohnheiten aber auch beibehalten, wenn es zweifelsfrei echte wissenschaftliche Fakten gibt, die Änderungen zum Fernhalten von schlimmen Krankheiten unvermeidbar machen? Die endlich den roten Faden durch dieses Durcheinander von Ernährungslehren und Diäten sichtbar machen würden? Gehen Sie doch auch mal wissenschaftlich vor. Schaffen Sie sich Ihr Wissen. Sichten Sie genau die Daten der China Study, die Colin Campbell seit 40 Jahren gesammelt hat. Und Sie werden merken, wie sich die unterschiedlichen Theorien und Überzeugungen ordnen. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, gönnen Sie sich Ihren eigenen Feldversuch. Erst das Resultat durch eigenes Erleben überzeugt letzten Endes vollständig. Es gibt mittlerweile Berge an Forschungsergebnissen, die vor allem für die sogenannten Zivilisation oder Alterskrankheiten belegen, dass diese durch das Anwenden einer für den Menschen offensichtlich passenderen Ernährung nicht nur vorbeugend vermeidbar sind, sondern sie auch gestoppt werden und sogar in den Heilungsprozess übergehen können, wenn sie noch nicht zu weit fortgeschritten sind, selbstverständlich. Dies gilt wissenschaftlich nachgewiesen für die Herz-Kreislauf-Krankheiten. Für beide Diabetesformen, die zahlreichen Autoimmunerkrankungen wie MS, Polyarthritis, aber auch für Krebs, für Sehstörungen wie Katarakt und Makuladegeneration, für kognitive Störungen, für Demenzerkrankungen, Alzheimer, für die Osteoporose und auch für Nierensteine ab einem Anteil von 10% tierischer Eiweiße wie Milchprodukte, Eier, Fleisch, Fisch in der Gesamternährung und mehr brechen sie immer häufiger aus. Beim Umstieg auf vollwertige Pflanzenkost mit einem Tieranteil kleiner als 10% wird ihnen jegliche Basis nämlich entzogen. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir doch Ihren Daumen nach oben und abonnieren Sie gerne meinen Kanal. Und natürlich freue ich mich auch, wenn Sie meinen Kanal weiterempfehlen.